Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video vom Abbau Eisentag. Ich hoffe, dass es ein bisschen schneller geht heute, dass ich die Überbleibsel noch zu euch zeigen kann. Die Schilder hier selbst sind fort, dass die Einsatzfahrzeuge bis morgen hier nur parken dürfen. Okay. Wenn einer Strom braucht, kann er Strom nehmen? Nein, muss nicht sein, ne? Dann der Parkplatz vor dem Marktplatz. So, aus Ludwigsau Friedlus Richtung Bad Hersfeld kommt, stehen noch die Schilder, also die Schilderhalter, aber die Schilder sind rausgenommen. Und das, obwohl die Firma oben auf dem Marktplatz zum Beispiel Schilder weggenommen hat. Die anderen Schilderhalter zeige ich euch schnell. Und an den Schilderwald kann man hier nichts sagen. Man könnte fast schon meinen, der nächste Eisentag steht vor der Tür, aber das ist auch erst das vorletzte Schild an der B27 vorher. So, an dem Schild habe ich gestern Abend gestanden, habe ich gezeigt, dass der Eisentag steht. Dann schauen wir noch vorne an der 27, wo es zu 324 geht, was da los ist. Selbe Firma, weiter vorne, Picasso-Kreuzung. Die Schilder nach Beber sind weg, aber das ist ja alles. So, hier hinten bei der Stadthalle sieht man ganz klar, das Zelt ist weg. Die letzten Überbleibsel sind auch nur noch das jetzt hier.